Tief unten. Welten aus Eis und Tropfstein. Unterirdische Kammern und bodenlose Abgründe. Höhlenforscher wollen die unbekannten Räume jenseits der Dunkelheit entdecken. Sie stoßen vor in verborgene Welten. Eine Landschaft in Auflösung. Der Karst. Klaffende Furchen, Rinnen und Löcher durchziehen diesen felsigen Landstrich Sloweniens. Bis in eine Tiefe von mehreren hundert Metern. Flüsse versickern in einem Labyrinth aus Spalten und Höhlen. Franci Gabrouček will die Geheimnisse des Untergrundes aufdecken. Zusammen mit Borut Peritz, einem Kollegen. Franci ist Physiker. Er war Pionier und Vorreiter unter den Höhlenforschern Sloweniens. Heute ist er einer der renommiertesten Karstforscher im Land. Er will das komplexe System von Spalten und Flüssen enträtseln. Ein Kampf gegen das Unbekannte. Das Ziel unserer Forschung ist, das Verständnis darüber zu vertiefen, wie sich die unterirdischen Flüsse in der Unterwelt bewegen. Der Verlauf der Flüsse im Untergrund ist unerforscht und geheimnisvoll. Einer dieser Wasserläufe ist der berühmte Fluss Reka, der in den Höhlen von Skotjansk versickert und viel weiter weg in der Adria wieder hervorkommt. Er strömt hier ungefähr 300 Meter tief unter uns in Spalten und Klüften durch den Fels. Die Tour beginnt. Es ist Frühjahr. Wenn die Winterhochwässer abgeklungen sind, kommt endlich die Zeit, in der die Forscher ihre Messinstrumente aus den Höhlen bergen können. Welche neuen Erkenntnisse werden sie dem Karst abbringen? Der Karst ist schroff, der Kalkstein heiß und unwegsam. Jeder Tritt muss sitzen. Slowenien. Zwischen Österreich und Kroatien liegt das kleine Land der wundersamen Unterwelt. Die durchlöcherte Landschaft mit ihren verschwindenden Flüssen fasziniert seit Jahrtausenden die Menschen. Bereits in der Bronzezeit gab es nahe der Skotjan-Schlucht Kultzentren, wurde vor Höhlen den Göttern gehuldigt. Franci und Borut auf dem Weg in die Höhle Skotjanske Jamme, in der Fluss Reka verschwindet. Eine Besucherhöhle von Weltrang. Eine von nur drei Höhlen weltweit, die als Naturmonumente auf der UNESCO-Welterbeliste stehen. Wasser höhlt den Stein. Nirgendwo sonst ist das so augenfällig wie hier in der Skotjan-Schlucht. Die letzten Meter der Reka an der Oberfläche. Zwischen großen Blöcken verliert sie sich und verschwindet für mehr als 30 Kilometer im Dunst der Unterwelt. Franci und Borut steigen ein in eine monumentale Welt. Der unterirdische Canyon erstreckt sich über 6 Kilometer, 100 Meter hoch. Oben gehen die Touristen, sicher vor den Fluten. Das Wasser der Reka kann um 5 Meter in der Minute steigen und fast die ganze Höhle ausfüllen. An den Felswänden ziehen sich uralte Pfade entlang, mühevoll angelegt von Naturforschern im 17. Jahrhundert. Heute hat die moderne Forschung Einzug gehalten. Mit vollautomatischen Datenloggern. Das sind Geräte, die kontinuierlich über einen langen Zeitraum Messwerte aufzeichnen. Doch die Tour beginnt mit einer Enttäuschung. Das Messinstrument ist verschwunden. Jetzt muss ein neues dran. Es ist ein herber Verlust. Denn der Datenlogger hat seit gut einem Jahr in der Wasserhöhle wertvolle Informationen aufgezeichnet, die jetzt verloren sind. Das passiert ab und zu bei Hochwasser. Die Strömung der Reka schleppt Steine oder ganze Baumstämme mit. Da kann ein Datenlogger schon mal abreißen.
Das Gerät kann Jahresverläufe von zahlreichen Parametern gleichzeitig messen, wie zum Beispiel Wasserstand, Temperatur oder die elektrische Leitfähigkeit. Erst in einem Jahr wird der neue Logger Daten liefern. Das Karstinstitut in Postojna. Hier wird ausschließlich die einzigartige slowenische Landschaft erforscht. Die staatliche Forschungsanstalt ist eine von nur 5 vergleichbaren Einrichtungen weltweit. Seit 10 Jahren arbeitet Franci Gabrouček hier. Für ihn ein Glücksfall. Der Höhlenforscher und Physiker kann so Hobby und Beruf vereinen. Der Karst ist sehr komplex, selbst für Forscher kaum durchschaubar. Der Karst ist geheimnisvoll. Sehr viele Prozesse am Karst verstehen wir noch nicht. Wir verstehen zum Beispiel nicht den Einfluss der Biosphäre auf den Karst. Wir wissen nicht, wo sich die großen Wasserleiter befinden. Und obwohl sich die Karstforschung bereits über Jahrhunderte entwickelte, ist es noch in mancherlei Hinsicht so, dass wir erst an der Oberfläche zu kratzen angefangen haben. Franci Gabrouček geht einen Schritt weiter. Mit den Daten aus den Höhlen will er komplexe Computermodelle füttern. Andrej Michajuc erforscht die Entwicklung von Höhlen im Strom der Jahrmillionen. Der Geograf ist seit 30 Jahren am Karstinstitut. Er kann in der Landschaft lesen. Der See Zirknischko Jezero ist Teil einer Landschaft, die Rätsel aufgibt. Mal weiden Kühe, mal wird gefischt. Der See kommt und geht. Der Sickersee ist einer der größten der Welt. Seine ausgedehnten Sumpfgebiete sind ein Dorado für Vögel. Rund 250 Arten kommen hier vor. Im Sommer ist der Karstsee trocken. Im Frühjahr, Herbst und Winter umfasst er 26 Quadratkilometer. Gespeist wird er aus vielen Karstquellen an seinen Ufern. Dort, in den Wäldern um den Kreuzberg herum, liegt der Weiler Bloschka Polica. Hier lebt Alois Trocha. Früher hatte er noch Vieh und Äcker. Heute verwaltet der Bauer eine der schönsten Wasserhöhlen der Welt. Die Krishna-Jama, die Kreuzhöhle, liegt auf seinem Grund und Boden. Auch wenn alle slowenischen Höhlen dem Staat gehören, es ist sozusagen seine Höhle. Er kümmert sich um Lampen, Akkus, Schlauchboote, Gummistiefel und um die Touristen, die immer zahlreicher kommen. Alois Trocha ist Papa Krishna-Jama. Als Kind schon hat sie ihn verzaubert. Ja, auf meinem Weg aus der Schule nach Hause, das sind etwa 4 Kilometer, haben wir oft die Höhlen besucht, die sich am Weg befanden. Und natürlich kamen wir aus der Schule zu spät nach Hause und wurden deshalb geschimpft. Und unsere Eltern machten sich Sorgen. Das war meine erste Begegnung mit den Höhlen auf dem Schulweg. Alois ist immer dabei, wenn Wissenschaftler in seine Krishna-Jama forschen gehen. Andrej Michajuc und Mitja Prelousek vom Karstinstitut wollen die Schönheit der Krishna-Jama bewahren. Sie untersuchen den Einfluss von Besuchern auf das empfindliche Höhlensystem. In der 8 Kilometer langen Wasserhöhle reihen sich 22 kristallklare Seen wie auf einer Perlenkette. Eine schöne, aber fragile Kette, die Mitja Prelousek schützen möchte. Andrej Michajuc ist sein Doktorvater. Er hat schon mehr als 1000 Höhlen erforscht. Mit den Karbidlampen gibt es immer Probleme. Doch Andrej liebt das warme Licht. Seit 50 Jahren. So lange schon geht er in Höhlen.
Eine Besuchergruppe kommt vorbei. Eine Schulklasse aus der Region. Die Aufregung ist groß. Aber alle bleiben auf dem Weg, der mit Bändern markiert ist. Bis zum ersten See gehen die gewöhnlichen Führungen. Alois Trocher hat alle Hände voll zu tun, die Besucher in Bahnen zu halten. Alles kann man nicht reparieren. Einige abgebrochene Topfsteine haben wir geklebt, auf die einfache Art, mit Zement. Ich habe auch Unterschriften von Besuchern entfernt, die störend auf dem Weg wirken. Natürlich fühlt man sich nicht gut, wenn man die zerstörten Sachen sieht. Aber noch mehr trifft es mich, wenn ich eine Sache gerade reinige, aufräume und da kommt jemand hinter mir und verschmutzt es wieder. Mit Andrei und Mitja ist Alois ebenfalls streng. Auch Forscher müssen sich an seine Ansagen halten. Alois Trocher ist eben der Boss in der Krishna-Jammer. Die Bootstour beginnt. Die drei wollen bis zum Allerheiligsten der Wasserhöhle vorstoßen. 2 Kilometer bis zum sogenannten Kalvarienberg. Auch Franzi und Borut sind wieder unterwegs. Sie folgen dem Lauf der unterirdischen Reka durch den trockenen Karst. In die abseits gelegene Katschna-Höhle wollen sie sich abseilen. Ein Loch in der Landschaft. Der kreisrunde Schlund der Katschna-Höhle. Die Schlangenhöhle ist eine sogenannte Schachthöhle. Mehr als 250 Meter geht es in die Tiefe. Bis zum Fluss Reka. Der Abstieg in den senkrechten Schacht ist nicht ohne. Die Schachthöhle wurde im 19. Jahrhundert bereits entdeckt. Ja, die Höhle ist ordentlich tief. 180 Meter Abgrund sind da unter uns. Vielleicht hatte für mich vor 10 Jahren eine solche Schlucht keine besondere Strapaze dargestellt. Jetzt aber habe ich sehr viel Respekt vor dem Abstieg. Natürlich denke ich die ganze Zeit an meine Kinder und erst recht bei den Abstiegen in solche Schluchten. Vielleicht ist man wegen der Kinder noch vorsichtiger und achtet darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die zu beachten sind. Beim Abstieg muss man sehr auf Steine aufpassen, die locker sind, dass man auf den unten Absteigenden keine Steine fallen lässt. Man muss auf die Seile achten, dass sie nicht über scharfe Kanten schleifen. Man muss einfach all diese Maßnahmen in den Höhlen beachten. Was wird sie erwarten im Schlangenschlund? Mitja und Andrei sind auf See Nummer 3 angelangt. Alois steuert das empfindliche Schlauchboot sicher durch die seichten Stellen. Noch 10 Seen haben sie vor sich. Immer wieder heißt es umsteigen. Zwischendurch eine Passage zu Fuß. Alle müssen in der Spur von Alois bleiben. Andrei Michaeuz hat in einem Seitengang eine Entdeckung gemacht. Knochen von Höhlenbären. Die Höhlenbären haben über einen Zeitraum von etwa 200.000 Jahren die Höhle bewohnt. Sie sind vor 10.000 Jahren ausgestorben.
André hat die Knochen unter den Tropfsteinen gefunden. Das heißt, die Tropfsteine sind nach dem Tod der Bären erst gewachsen und haben so ihre Knochen vor dem Zerfall bewahrt. Also dieser Unterkiefer gehört einem alten Höhlenbären. Die Mahlzähne sind gut erhalten. Das Tier war ein Pflanzenfresser. Und bei der Aufnahme der pflanzlichen Nahrung nutzten sich seine Zähne ganz schön ab. Vielleicht noch eins. Auch heutzutage leben in den Höhlen Bären. Nur handelt es sich dabei um Braunbären. Sie leben in den Eingangsbereichen der Höhlen. Ihre Knochen findet man nicht so tief in den Höhlen drin. Um die Ecke der Wellnessbereich der Höhlenbären. An diesem Kalkstein haben sich Generationen von Tieren gewetzt. Andrei Michajuts ist sich sicher, die Höhle war für die Bären eine Wohlfühlzone. Für die Menschen wäre das Leben in so einer Höhle ziemlich unangenehm. Jedoch für die Tiere waren die Lebensbedingungen geradezu ideal. In der Winterzeit, als diese Tiere überwiegend im Inneren verweilten, herrschte hier die konstante Temperatur um die 8 Grad Celsius. Also das war nicht sehr kalt. Andererseits war es draußen ziemlich kalt. Hier drinnen haben wir eine konstante Feuchtigkeit. Wenn die Bären hier überwinterten, das bedeutet, wenn sie insgesamt mehrere Monate geschlafen haben, dann trockneten sie nicht so sehr aus, denn die Feuchtigkeit ist hoch. Im Karst bei Divatscha beginnt nach gründlicher Vorbereitung endlich der Abstieg in den Schlangenschacht. Ein Schlund, 186 Meter senkrecht. Die 12 Kilometer lange Katschna-Höhle wurde 1890 ausgebaut. Die Eisenträger sind letzte Überreste der aufwendigen Suche nach Trinkwasser für die italienische Stadt Triest. Franzi und Borut erforschen das Wasserreservoir in der Tiefe auch deshalb, weil es heute noch wichtig ist. Viele abgelegene Gebiete Sloweniens sind vom Wasser des Karst abhängig. Die Tour geht los. Über mehrere Etappen geht es 280 Meter in die Tiefe. Schon bald hören sie die Reker. Der Einstieg in den letzten Schacht. Mitya und Alois sind in die schönsten Passagen der Krishnayama vorgedrungen. Bis hierher kommen nur wenige Menschen. Eine stille, zauberhafte Atmosphäre. Die Stalagmiten sind zehntausende Jahre alt. Barrieren aus Kalksinter trennen die einzelnen Seen voneinander. Jeder Damm ist sehr empfindlich. Alois hat einen unschönen Kratzer entdeckt. Wahrscheinlich war das ein Zug des Ruders. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Es ist nicht zu erkennen. Es ist jedoch beim Besuch entstanden. Es ist ganz klar, dass es von Besuchern stammt. Im Wasser gelöste Mineralien setzen sich beim Überströmen der Dammkronen ab. Der sogenannte Sinter entsteht.
Diese Sinterterrassen zwischen den Seen machen die Krishnayama berühmt. Sie wachsen bis heute. Die Barrieren aus Sinter sind beim Überschreiten durch Höhlenbesucher stark gefährdet. Alois Trocha macht klare Ansagen, welchen Fuß man wo hinzusetzen hat. Okay, please stay here. You can walk through the stone. Der Pilz. Der eigenwillige Tropfstein reicht genau bis zur Wasseroberfläche. Unten ist er hohl. Eine Szenerie, irgendwie nicht von dieser Welt. Der Kalvarienberg. Ein Felssturz. Über und über mit uralten Tropfsteinen bewachsen und von Sinter überzogen. Dieser Anblick ist der Lohn für die Strapaze. Das Gegenteil der Stille. Die Besucherhöhle Postojnskaja. Bequem durch Tropfsteine sausen. Geisterbahn. Die Postojnskaja ist die am meisten besuchte Schauhöhle Europas. Mit 21 Kilometern ist sie die längste Höhle Sloweniens. In rund 200 Jahren haben sie mehr als 32 Millionen Gäste besichtigt. Die Höhlenbahn ist wohl die längste und älteste der Welt. Superlative gibt es zahlreiche hier. Die stillen Seitengänge der Postojnska. Sie sind vom Besucherstrom unberührt. Andrej Michajuc ist mit Slavko Bolak unterwegs. Slavko ist Biologe und ein ausgezeichneter Kenner der Tierwelt des Untergrundes. Gemeinsam suchen sie nach dem Menschenfischlein. Es ist weltweit einmalig, lebt nur hier. Und dann ist da plötzlich der Vorhang. Es ist, als flatterte einst der Vorhang im Höhlenwind und wäre dann plötzlich zu Stein geworden. Natürlich ist die Geschichte anders. An dieser Kante laufen einzelne Tropfen herab, immer wieder. Mehrere hunderttausende Jahre lang. Und jedes Mal hinterlassen die Tropfen ein ganz klein wenig Kalk, der letztendlich den ganzen Sintervorhang formt. Andrej und Slavko sind noch immer auf der Suche nach dem Menschenfischlein. Das scheue Tierchen ist selten geworden in der von Touristen überschwemmten Höhle Postojnskaja. Doch da ist eins. Der Grottenolm Proteus anguinus. Er nimmt Licht über seine Haut wahr und lebt von kleinsten Krebsen, Würmern und Plankton.
Das Besondere am Leben in der Unterwelt ist ein Mangel an Nahrung. Hier besteht keine primäre Produktion, weil es kein Tageslicht gibt. Deshalb muss die ganze Nahrung von der Oberfläche kommen. Das geht so, dass die Nahrung vom Fluss in die Unterwelt gebracht wird oder vom sickernden Wasser. Manchmal bringen auch die Tiere etwas Nahrung, die gelegentlich die Höhlen besuchen. Also in den Höhlen herrscht ein Nahrungsmangel. Deshalb ist die Mehrzahl der Höhlentiere auch sehr klein. Meistens sind sie nur einige Millimeter bis einige Zentimeter groß. Die einzige Ausnahme ist der Grottenolm, der bis zu 25 cm groß wird. An den Vorderfüßen hat er drei Finger, an den Beinen nur zwei. Er hat sowohl Kiemen als auch einfache Lungen, legt Eier und kann mehrere Jahre ohne Nahrung auskommen. Die Slowenen nennen ihn Menschenfischlein. Der Olm kann 100 Jahre alt werden. Er steht auf der Liste der besonders bedrohten Tierarten. Die Postojner Höhle ist mit rund 130 Tierarten die artenreichste Höhle der Welt. Sie ist die Wiege der Biospeleologie, der Lehre von den Höhlentieren wie zum Beispiel Skorpione, Garnelen, Spinnen und Käfer. Der Grottenolm hat heutzutage keine Verwandten an der Oberfläche. Wahrscheinlich hatte er in der Vergangenheit welche, in den tiefen Seen. In Epochen, in denen Europa jedoch stark austrocknete, sind seine Vorfahren ausgestorben. Die Grottenolme konnten nur im Dinarischen Gebirge überleben. Und zwar nur, indem sie sich an die Lebensbedingungen der dunklen, aber feuchten Unterwelt angepasst haben. Der ehemalige Tanzsaal. Hier erklangen Walzer und Märsche, kamen tausende Gäste von auswärts nach Postojna. Die Feste waren legendär. Die Beleuchtung? Kerzen. Bis die Höhle 1884 elektrifiziert wurde. Gelehrte und Naturforscher haben sich um die Höhle verdient gemacht. Man richtete im Tanzsaal ein unterirdisches Postamt ein. Hochrangige Persönlichkeiten, Kaiser und Könige aus aller Welt, gaben sich ein Stelldichein. Es war schick, sich in dieser dunklen Welt zu gruseln. Solche Ängste kennen die heutigen Forscher nicht. Mitja Prelosek und Andrej Michajuc auf dem Rückweg von der Bootstour in der Krishna-Yama. Die Höhle Krishna-Yama ist aus vielen Gesichtspunkten interessant. Sie ist eine der schönsten Wasserhöhlen in Slowenien, wenn nicht sogar der Welt. Von Seiten der Schönheit, aber auch von Seiten der Forschung, ist sie mir sehr ans Herz gewachsen. Seit Jahren misst er den Abtrag, die Erosion des Sinters. Unsere Absicht ist es, dass man in der Krishna-Yama herausfindet, wie viel Sinter sich ablagert, wann und unter welchen Bedingungen. Diese Probe wurde der Wasserströmung fast ein Jahr lang ausgesetzt. Man kann den Unterschied in der Farbe beobachten. Also da, wo sich der Sinter ablagerte, davon gibt es eine etwa 1 mm dicke Schicht. Dort ist sie etwas mehr ockerfarbig. Andererseits in der Mitte, wo sie geschützt wurde, hat sie ihre ursprüngliche Farbe bewahrt. Mitja Prelosek hat herausgefunden, dass 200 Millimeter Kalksinter im Jahr abgetragen werden. Die Sinterneubildung ist zwar leicht höher, geschieht aber nur im Winter und nur an wenigen Tagen. Das bedeutet, die Höhle ist viel empfindlicher als gedacht. Zurück in der Katschna-Yama, der Schlangenhöhle. Franzi und Borut sind nach 3 Stunden Abstieg endlich angekommen. Ob der Datenlogger noch da ist? Das wäre ein schöner Erfolg, denn im vergangenen Dezember gab es ein außergewöhnlich starkes Hochwasser. Extreme Messwerte sind zu erwarten. Diese auffälligen Daten sind wie ein Marker. Franzi kann sie in allen Höhlen eindeutig identifizieren. Zum Glück, das Instrument ist noch da. Mit Hilfe der Daten kann Franzi Gabrocek die Existenz von möglicherweise begehbaren Höhlenabschnitten des unbekannten Flusslaufes aufspüren. Jetzt kommt der elende Aufstieg. 4 Stunden am Seil hochklettern.
Am Fuß des Karst liegt Triest, das zweite Venedig Italiens. Die Hafenstadt hatte schon immer ein Problem mit der Wasserversorgung. Boote mussten Wasser ranschaffen, denn auf dem Karstplateau versickern bis heute alle Bäche und Flüsse. Um 1840 herum wurde der ganze Karst systematisch nach nutzbarem Wasser untersucht. In der mehr als 300 Meter tiefen Schachthöhle Abisso di Trepiciano wurde man fündig. Sie wurde komplett mit Eisenleitern ausgebaut. Eine bessere Technik gab es damals nicht. Für Franzi ist das heute wie eine Autobahn. Die Karawanken im Norden Sloweniens. Im Gebirgsmassiv der Steiner Alpen liegt ein Schlüssel zum Verständnis der Entstehung von Tropfsteinhöhlen verborgen. Andrej Michajuc macht sich auf, das Geheimnis zu lüften. Über Schotterpisten geht es auf 1600 Meter über Meereshöhe. Eine ursprüngliche Landschaft. Die Steiner Alpen sind Ausläufer der Julischen Alpen an der Grenze zu Österreich. Die Täler sind durch Flüsse tief eingeschnitten. An der Hangkante liegt am Berg Raducha die Eishöhle Snežná Jama. Erst 1981 entdeckt, gilt sie heute als die am höchsten gelegene Besucherhöhle der Welt. Für Andrej ist sie interessant, weil sie rund 12 Millionen Jahre alt ist. Viel älter als die anderen Höhlen Sloweniens. Seltsam ist, dass die Eishöhle Tropfsteine hat. Und die sind auch noch doppelt so alt wie in allen anderen Karsthöhlen des Landes. Ein Rätsel. Zurück ins Tal der Pioca, in den Karst um Postojna. Am Rand der Stadt liegt die Höhle von Postojna, die am 14. April 1818 entdeckt wurde. Sie hieß damals noch Adelsberger Grotten, denn die Stadt stand unter Habsburger Herrschaft. Nach diesem Tag war nichts mehr wie vorher. Der Höhlentourismus war geboren. Die Höhle von Postojna wurde über Nacht zum Inbegriff der Höhlenwelt und ist es bis heute. Alle zwei Stunden fährt die Bahn nach Fahrplan. Vorbei die Zeit, als sich Aristokraten auf Bahren durch die Höhle tragen ließen. Der Höhlenbahnhof am Großen Berg. Die Touristen kommen aus der ganzen Welt. Nach Sprachen in Gruppen aufgeteilt, machen sie sich auf den 2 Kilometer langen Rundweg durch eine der schönsten Tropfsteinhöhlen des Erdballs. Die sogenannten schönen Höhlen. Sie wurden spät entdeckt. Und so blieb ihnen der Ruß von den Fackeln der Vergangenheit erspart. Je weißer die Tropfsteinsäulen, die Stalagmiten, desto schneller wachsen sie. An der Decke eine Sinfonie der Tropfen. Der Röhrchensaal. Die Sinterröhrchen werden auch Makaroni genannt. Sie sind innen hohl. An jedem hängt ein Tröpfchen. Die ganz weißen Stalagmiten wachsen 5 Millimeter in 10 Jahren. Geradezu rasant. Die schönen Höhlen. Ein märchenhafter Garten der Tropfsteine. Der große Dom,
das Eingangsportal der unterirdischen Piuka. Sie strömt in das heute aktive Höhlensystem ein Stockwerk tiefer, unterhalb der Touristenhöhle. Die Fahrt ist hier zu Ende. Doch die nächsten warten schon. Bereits seit 2 Stunden steigt Franzi Gabrouczek im Abisso di Trepigiano die Leitern hinunter. Diesmal allein. Die Strecke ist für ihn ungefährlich. Jetzt hat er es geschafft. Die letzten Meter. Wiedersehen mit der Reka. Die 330 Meter tiefe Höhle galt 80 Jahre lang als die tiefste Höhle der Welt. Zum Glück, das dritte Messgerät ist noch da. Mit den Informationen in diesem Röhrchen kann Franzi Gabrouczek nachvollziehen, was sich abspielt in dem unzugänglichen Flussabschnitt zwischen Katschna-Schacht und dieser Höhle. Es ist ein mühsames Geschäft. Vor 150 Jahren war die Erforschung der Höhle zweifellos die Hölle. Die Leitern einzubauen hat 5 Jahre gedauert. Am Ende war die Reka zu tief. Die Operation Wasser für Triest gescheitert. ...15 Meter dickes Eis unter den Schuhen. 1 Grad Lufttemperatur. Andrei Michaeuz will das Rätsel der vereisten Tropfsteine lösen. Diese Felswand ist dick mit Sinter überzogen. Ja, gerade an dieser Stelle haben wir das Gestein, das fließende Gestein, das in Form von Sinter erstarrte. Und das Wasser, eine fließende Materie, die als Eis erstarrte. Diese 2 Sachen passen eigentlich nicht zusammen. Denn der Sinter entsteht in warmen Bedingungen auf niedrigen Höhen. Hier haben wir den Sinter hoch in den Bergen. Gefrorenes Wasser hat ihn schön bedeckt. Beide Materien zusammen zeugen von einer ungewöhnlichen Geschichte, von einem ungewöhnlichen Geschehen in dieser Höhle. Die Formen von Eis und Tropfsteinen sind sehr ähnlich. Andrei ist tief in die Höhle eingedrungen. Ein Trümmerfeld aus zerborstenem Kalksinter. Und darunter an einer Stelle Höhlensedimente. Lehm, Sand und Steine. Zeugen aus einem längst vergessenen Zeitalter. Sie könnten etwas aussagen über das Zeitfenster, in dem sie abgelagert wurden. Andrei nimmt Proben. Welche Zusammensetzung haben die Sedimente in welcher Tiefe? Alles wird genau protokolliert. Jeder kleinste Hinweis könnte für die Lösung des Rätsels wichtig sein. Andrei schätzt das Alter der Sedimente auf rund 4 Millionen Jahre. Und dann stößt Andrei auf Kieselsteine. Sofort ist ihm klar, die Höhle ist älter als der Berg, in dem sie steckt. Wie ist das möglich? Andrei hat eine fantastische Theorie. Hier haben wir die Kieselsteine. Das sind abgerundete Steine, jedoch bestehen sie nicht aus Kalkstein, sondern aus dem Gestein des benachbarten Berges. Diese Steine hat der Fluss, der sie mit sich getragen hat, rundgeschliffen. Diese Kieselsteine sind der Beweis dafür, dass durch diese Höhle ein Fluss strömte. Denn nur ein Fluss kann so runde Kieselsteine herstellen. Das bedeutet, dass die Grotte in der Zeit entstanden ist, als durch den Berg Flüsse strömten, die heute aber 1000 Meter tiefer fließen. Das ist der Beweis dafür, dass die Höhle in ganz anderen Bedingungen entstanden sein muss.
Und zwar in einer niedrigen Meereshöhe und noch bevor das gesamte Gebiet sich anhob, also noch bevor die Berge entstanden sind. Die Höhle ist also tatsächlich älter als der Berg. Doch ihr Inventar, die schönen Tropfsteine, liegen im Sterben. Das Schicksal dieser Tropfsteine ist eigentlich bereits mit dieser hohen geografischen Lage besiegelt. Durch den Höhleneingang wird immer mehr und immer öfter die Winterkälte eindringen. Der Frost wird diese Tropfsteine umwerfen und sie zersetzen, sie in kleine Stücke Fels zerschlagen und diese werden dann am Hang nach unten rollen und eigentlich werden sie vollkommen zerstört. Und das wird sich wahrscheinlich in der nächsten halben bis einer Million Jahre ereignen. Franzi beim Aufstieg aus der Trebbiano-Höhle. 3 Stunden ödes Leiterklettern. Höhlenforschung ist auch Ausdauersport. Zurück in Postojna, im Karstinstitut. Der Lohn der Mühe rückt näher. Was wird Franzi aus seinen Daten herauslesen können? Die Grafik zeigt 3 Kurven. Die schwarze zeigt den Wasserstand. Die rote zeigt die Temperatur des Wassers. Man sieht Tagesschwankungen, man sieht Jahresschwankungen und die blaue Kurve zeigt die Leitfähigkeit. Am Verlauf der Messkurven hat Franzi tatsächlich die Existenz von bislang unbekannten Höhlen nachweisen können. Ob man jemals bis dorthin vorstoßen wird? Auch weiß er jetzt, dass sich Hochwasser 300 Meter in der Stunde schnell im Karstsystem ausbreitet. Doch neue Rätsel sind aufgetaucht. Die Katschnerhöhle ist während der Dezemberflut vollgelaufen wie noch nie. Der Wasserstand war 50 Meter höher als normal. Weshalb? Warum hat sich die Flutwelle nicht bis in die anderen Höhlen fortgesetzt? Es sind kleine Schritte der Erkenntnis. Fragen bleiben offen. Der Karst Sloweniens gibt seine Geheimnisse so einfach nicht preis. Die Höhlenforscher stachelt das an. Eine Herausforderung für Männer, die ihren Beruf zur Lebensaufgabe gemacht haben. Schon längst haben Franzi und André neue Pläne. Die Fliegenhöhle ist ihr nächstes Ziel. Ein Schacht, diesmal nur 60 Meter tief. In der Bronzezeit war über der Höhle ein bedeutender Kultplatz. Die Menschen haben Opfergaben in diese Höhle geworfen. Die Fliegenhöhle ist eine unberührte Schatzkammer. Doch dies ist eine andere Geschichte. Gleich entführen wir Sie in eine ganz andere Welt. In die des lettischen Nationalparks Slitere. Kommen Sie mit.